Hallo und guten Morgen. Ja, gestern Abend haben wir ja das Selbstliebe- und Selbsttrainingsseminar gemacht. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben es nicht aufgenommen, weil es war ein ziemlich intimes Training. Es waren, ich glaube, 7 Frauen dabei. Und ich habe die Chance genutzt, einfach wirklich individuell mit jedem Einzelnen an seinem eigenen Thema zu arbeiten. Und deswegen habe ich es nicht aufgenommen und deswegen wird es auch nicht geteilt. Ich wollte euch aber kurz also noch mitteilen, was wirklich die Key, also die Schlüssel sind. Selbstliebe ist einfach die Grundlage dessen, dass du irgendwann mal weißt, dass du okay und gut und richtig in Ordnung, perfekt und wunderbar so bist, wie du bist. Und diese Grundlage musst du dir schaffen, indem du eben dein eigenes Weltbild, deine eigene Ansicht, deine eigene Sichtweise des Lebens, wie das Leben funktioniert, für dich findest und für dich lebst und für dich weißt. Und wenn du weißt, wer du wirklich bist und wenn du weißt, wo du herkommst, wenn du weißt, wie das Leben funktioniert, dann ist es außer Frage, dass du unendlich liebenswert bist für dich selbst, für die andere und fürs Leben und dass und der Wert, den du hast für dich selbst, für andere und für das Leben unendlich groß ist. Wenn du das einmal weißt, wie es wirklich funktioniert und dass alles, das, was dir im Außen jemals wiedergespiegelt worden ist oder wiedergespiegelt wird oder eingepflanzt ist im Sinne von Überzeugungen, Sichtweisen, Paradigmen, dass das alles nicht wahr sein kann, sondern dass dieses alles aus der Sichtweise von Menschen kommt, die selber nicht wissen, wer sie sind, die selber nicht wissen, wie viel Selbstwert und Selbstliebe sie haben dürfen und dieses auf dich projiziert haben. Und du das letztendlich als wahr für dich angenommen hast. So. Und wenn du das für dich klar kriegst und wenn du auch für dich klar kriegst, wo du dahin gehst in dieses reine Bewusstsein bei den Meditationen, wer und was du letztendlich bist, wenn du in der Meditation bist von Dr. Joe Dispenza, wenn du in der Schwärze bist oder in dem Raum oder in dem Feld oder wie auch immer du das nennst, wenn du diese Unendlichkeit für dich anerkennst, dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr, warum du daran zweifeln solltest, dass du unendliche Liebe bist, dass du unendlich dich lieben darfst, sollst, musst in jeder Situation und dass der Wert, dass du hier auf dieser Welt bist, auch so unendlich groß ist, dass es nur einen gibt, der den mindern kann oder der den auch bestimmt und das bist du selber. So, das sind eigentlich so diese Schlüsselerkenntnisse aus dem gestrigen Training. Und was uns halt immer auch noch davon abhält, ist halt das, was wir im Außen sehen und beurteilen oder beurteilt bekommen oder an Beurteilungen vorgelebt bekommen. Und das müssen wir einfach drehen für uns jeden Moment. Und das Schöne an der Arbeit von Dr. Joe Dispenza mit seinen Meditationen ist eben, dass du das wirklich spüren kannst und dass du das erleben kannst für dich und dich befreien kannst von diesem Außen für einen Moment. Nur das Wichtige ist, dass du das halten kannst und dass du die Welt mit neuen Augen siehst, wenn du aus einer Meditation rauskommst, dass du dir neue Perspektiven und Überzeugungen aneignest über dich selber, über die Welt, über die anderen Menschen, dass du eben in diesem Bliss-Zustand, von dem er auch immer spricht, oder in diesem in das Leben verliebten Zustand rumlaufen darfst und dich wohlfühlen darfst, immer und jeden Moment. Ja, und dass das eben die Grundlage all dessen ist, dass du gesund werden kannst, dass die Finanzen stimmen, dass du frei bist, dass du dich glücklich fühlst, dass du dich erfüllt fühlst, dass du auch in den Beziehungen, in denen du bist, sei es Liebesbeziehungen oder sonstige Beziehungen, dass du dich da gut und richtig und in Ordnung fühlst, dass du deinen Selbstwert für dich in Ordnung hast und dass du wirklich weißt, dass es nur darum geht, was du entscheidest. Was du letztendlich entscheidest, was du haben möchtest für dich und dass du das auch entscheiden darfst. Ja, das waren so diese Schlüsselerkenntnisse aus diesem Selbstwerttraining gestern.
Und ich mache das nochmal. Ich gehe jetzt nach Mykonos nächste Woche. Wenn ich dann zurückkomme, dann gehe ich zu einem Dr. Joe Dispenza, zu diesem freiwilligen Meeting in Lissabon. Da bin ich dann auch noch mal ein paar Tage weg, nur für mich. Und wenn ich dann wieder zurückkomme, ab 1. Oktober, dann gibt es wieder ein Gratistraining zum Thema Selbstwert und Selbstliebe. Nochmal, eins, das ich auch ganz sicher aufnehme, das nicht so intim wird, sondern ein bisschen allgemeiner bleibt. Also da könnt ihr euch schon drauf freuen. Wie gesagt, es tut mir leid, jetzt gibt es keins, aber auch die sich eingetragen haben, die werde ich sicher einladen persönlich. Ich werde es nächstes Mal auch ein bisschen früher bekannt geben. Ich werde es vielleicht nächste Woche schon bekannt geben, wann das nächste Training ist, weil das ist so, so wichtig, dass wir da klarkommen mit uns und dass wir keinen Zweifel mehr an unserem Selbstwert haben und daran, wer wir wirklich sind hier in diesem Leben und wozu wir auf dieser Erde sind und was für uns eigentlich angedacht worden ist. Und angedacht worden ist eben nicht zu leiden. Es muss niemand leiden, sei es emotional noch körperlich oder sonst wie. Das war nicht die Idee, mit der wir hier auf diese Welt gekommen sind. Da bin ich ganz überzeugt davon. Und wir dürfen diese Paradigmen ändern, jeder für sich und dann insgesamt für alle. Und als ich auf dem ersten Dr. Joe Dispenza Retreat war in Sardinien vor 2 Jahren, dann dachte ich mir, oh mein Gott, wie schön wäre das, wenn ich im Leben nur so Menschen begegnen würde wie auf so einem Retreat, die alle offen sind, offenen Herzens, unvoreingenommen. Wenn man Menschen trifft, mit denen man sich sofort verbunden fühlt und aufgehoben und in Wärme fühlt, wenn man so das mal erlebt hat, dann kann man einfach nicht mehr leugnen, dass es das ist, was man eigentlich haben möchte und dass es das ist, was es gibt. Nur mittlerweile weiß ich eben, dass wir uns so vermüllt haben mit all diesen Vorstellungen und Paradigmen, die hier auf dieser Welt rumschwirren, dass wir tatsächlich glauben, wir sind hier, um zu leiden oder wir sind hier, um uns gegenseitig zu beleidigen, abzuurteilen, zu beurteilen und nicht gut genug zu sein und all diesen Bullshit. Und das ist nicht die Wahrheit. Und weil es nicht die Wahrheit ist, möchte ich hier meinen Beitrag dazu leisten, möglichst vielen Menschen zu zeigen, dass es eben nicht stimmt, dass sie leiden müssen, dass es nicht stimmt, dass man krank sein muss, dass es einfach nicht stimmt, dass irgendetwas schlecht und nicht in Ordnung sein muss hier auf dieser Welt und mit uns und mit unserem Leben und mit dem, was wir tun, untereinander, miteinander und für uns selber. Und dass es dann auch okay ist, sein Herz zu öffnen und im riesengroßen Vertrauen durchs Leben zu gehen, dass eigentlich die Idee ist, dass alles gut und in Ordnung ist. Ja, soweit für heute. Ich freue mich auf ein wunderschönes Wochenende und öffnet eure Herzen euch selbst gegenüber, raus aus den Beurteilungen. Es gibt nichts zu beurteilen, weil alles, was wir beurteilen, kommt aus uns heraus. Und wir können, danke für die Herzchen, danke, danke. Und wir können die Welt so sehen, wie wir sie wollen. Und von dieser Kraft und von dieser Aufgabe und Autorität, die wir auch wirklich haben, müssten wir doch mehr Gebrauch nehmen. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Tschüss.